Willkommen zurück zu Path of Exile. Beim letzten Mal haben wir den Hochtempler Dominus, glaube ich, erledigt. Und ja, nach meiner Aufnahmepause musste ich jetzt tatsächlich nochmal gegen ihn kämpfen. Aus irgendeinem Grund hatte ich diesen Wegpunkt nicht mehr. Hab dadurch ein Level abbekommen und ja, jetzt will ich nochmal kurz gucken, ja, wo will ich denn das hier rein? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich wollte ich ja so ein bisschen hier so Richtung mehr Leben gehen und sowas, mehr Rüstung. Ich glaube, das mache ich auch. Ne? Apply Points. Wird schon. Irgendwie. Glaube ich, hoffe ich. So, jetzt aber weiter. So wie ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt hier quasi das Gebiet, das mit der Erweiterung dann irgendwann gekommen ist. Scanning-Gedöns. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung. Aber es wird schon. Auch der Hochtempler Dominus hat jetzt beim zweiten Mal, als ich ihn getötet habe, nicht wirklich eben was Spannendes gedroppt. Alles nur irgendwie totale Bullshit. Also, so wie immer. So wie immer, wenn man irgendeinen Boss tötet. Es droppt immer nur Mist. Na gut, fast immer. Ne? Fast immer, fast immer. Ich will nochmal ganz kurz gucken hier, was da unten noch ist. Falls da noch irgendwie was ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich gespannt, wo es jetzt hier noch hingeht. Aber eigentlich sind wir ja quasi durch mit dem Spiel. Aber die Erweiterung bringt natürlich auch nochmal ordentlich viel Spielspaß, hoffe ich mal. Glaube ich, ich habe keine Ahnung. Alles zusammenpullen, alles zusammen und dann drauf da, yay! Massenschlachterei! Ich bin Wiesenhof in einer Person. Hat das gerade laut gesagt? Ich hoffe nicht. Ja. Aber ist doch so. Weißt du, da kommen hier irgendwelche Flatterviecher an. Ja, und ich mache eine größere Massenschlachterei, als Wiesenhof es jemals tun kann. Was nicht heißt, dass ich das vom Wiesenhof toleriere. Es ist halt nur den Tatsachenansporn. Das war aber ein großer Schatten. Hallo. Was macht denn ihr hier? Seid ihr ein bisschen untot, ne? Untote Blackguards. Ja, super. Soweit ist es also schon gekommen. Was ist das für eine komische Kugel hier? Maelström. Gute alte Maelström. Ich muss da durch. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich muss da durch. Musst du mir einen draufhauen? Nicht einen drauf machen? Nein, wir müssen draufhauen. Ach, ihr wisst schon. Das Übliche. Das übliche Gedöns von immer. So. Geht auch. Ein Trunk. Bist eine feine Kugel, bist du. Feine Kugel, die so tut, als würde mir so viel Schaden machen. Auch ohne mich. Ohne mich, mein Kollege. Du hast ein Zombie übersehen. Ja, ist passiert. Ich habe ihn nicht übersehen, ich habe ihn stehen lassen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein erheblicher Unterschied. Sterbt! Okay. Hier haben wir nur jede Menge zerbrochene Schiffe. Wo es rein zufällig irgendwelche Schrägen gibt, die dann halt rauf und runter führen. Rein zufällig. God bless you on this fine day, Exile. Hallo. Der Lore Master. Ach Mensch. Auch schon ein paar Tage nicht gesehen hier. Geht doch mal, wo ihr wohnt. Ehrlich. Ich schicke euch alle nach Wiesenhof. Aha, so. Hallo. Today's a fine day to kick corruption's filthy ass, right, Crusader? Klar. Any moment now, this holy spot's going to be buried in filth. The corrupted will pour in here, bent on eclipsing anything and everything that has been touched by divinity. I hope you're good with the sugar, Lexan. Glory to the pure and mercy to the fallen. Glory to the pure. Na dann mal los. Geht weg, 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 alle weg, 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 weg. Ich bleib hier einfach mal stehen, ne, und mach hier mal einen Rundumschlag oder so. Obwohl, ne, dann schießen die da auf das Relikt, das muss ja auch nicht sein. Hallo, lass mal das Relikt in Ruhe hier. Bekommt schon viel zu viel Damage. Weg mit euch, ihr scheiß Skelette, weg mit euch. Nimm ernst, das muss nicht sein. Oh, was kommt da an hier? Geht weg! Allesamt, weg!
Das ist mein Relikt. Wie lange muss ich das hier noch beschützen hier? Wow. Kommen hier die Mages an hier. Die freuen sich einen Keks. Schon überhalb tot. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich hab's geschafft. If God were a man, he'd be grinning his tits off right now. Hahaha. The of Thebros was just a shadow of what you'll become, Crusader. You keep on this path and God will see to that. So you and I need to talk the next time you're in town. God has plans for you, my friend. Yay. Yes, he does indeed. Na dann. Jetzt sind wir schon Level 3 im Ruf. Dingens bei ihm. Eine kolossale Life Flask. Ja, nö. Sonst haben die auch nicht wirklich viel. Mana-Flasche, ja, ich bin mit meiner Mana-Flasche definitiv mehr als bedient. Ah. Hallo. Flatterviecher down! Achso, Flatterviecher down! Jetzt habe ich irgendwas eingesammelt, weil ich gar nicht einsammeln wollte. Naja. Oder? Oder es hat nur Pling gemacht. So übliches Pling-Geräusch halt, ne? Gut, aber die Dinger hier, die Kreaturen hier geben echt ordentlich Erfahrungspunkte, möchte ich wohl mal behaupten. Mal habe ich kein Problem mit, das ist nur verwunderlich. Dass es so viel geben. Aber ich kann es wahrscheinlich auch gebrauchen. Hoffe ich. Hallo? Ach, da kommt der große Schatten, ja? Na super. Das ist der, der jetzt hier eben ankam und ne, so einen riesen Schatten über das ganze Spielfeld gemacht hat. Going to be doomed. Daneben. Oh, dein. Easy. Was kommen da für Mini-Kreaturen raus? Igittigit. Okay, kann ich auch nicht töten. Was auch immer das für fliegende Larventiecher sind. Tiercher, ja. Das übliche Wort für Tiere und Viecher in einem. Nutzt jeder mal, habe ich gehört. Tiercher. Tiercher geht auch, aber... Ja. Oh, sie haben tot. Ihr seid gestorben. So, was haben wir noch so Feines? Außer 100.000 Flattermänner. Ist noch weit, ist noch weit. Bis zum Town. Bis zum Town. Ey, ich und mein Denglisch-Deutsch, ne? Aber bis zum Stadt wäre noch Fälscher. Ist ja schlimm mit mir. Ehrlich, also manchmal denke ich einfach nur so, was sage ich da gerade? Funktioniert mein Hirn noch? Sollte ich manchmal erst nachdenken und dann gucken? Hallo. Captain Vincenti. The Highgate holds the secret to the true origin of the gems. Cleans the mountain to those markers, parasites, gedöns. Ah ja, okay. Nachricht von Piety. Die olle Tusse, die olle Truller. Das war halt nicht sehr, sehr toll, ne? Hat halt nur gesagt, ja, Highgate, ne? Da, mach mal. Okay. Aber ich würde sagen, ich bin ja jetzt hier in irgendeiner Stadt angekommen. Ach, Diala. Mit der soll ich jetzt reden, ja? Mit der Käfertante. Da ist Kira. Hallo, Kira. We opened the gates to you for two reasons only. Dominus and Piety. They made themselves our enemies. You made them dead. Now, Oyan believes there is a third reason. The beast is our enemy. Perhaps you can make it dead as well. The Maraketh and the Karui have fought side by side in the past. And side by side, we were lied to and used. History must not be allowed to repeat. Let us share only the truth, Marauder, so that we may wipe our memories clean. Okay, hast du irgendwas dabei? Oyan has ordered me to help you, to trade with you. I have risked much to gather weapons and armor for this Akara. I've scavenged on the fringes of Vol's encampment and scouted the dead city.
Let us see if you can offer any value in return. Klar. Hier, was hast du denn überhaupt? Wir haben hier ein Maze mit 87 bis 86. Ja, da willst du sowieso nichts irgendwie Tolles haben. Hier irgendwelche Schilde. Es ist jetzt alles irgendwie mal wieder natürlich Schrott. Mal wieder typisch. Dann verkaufen wir hier nur meine Sachen hier, die ich sowieso nicht gebrauchen kann. Kolossale Life Flask. Könnte man theoretisch austauschen gegen die. Muss man aber gucken, ob sich das lohnt. Wenn wir das hier akzeptieren. May fear guide you. Fear ist immer bei mir. Rolle Weisheit. 500. Ne, eben noch 1000, jetzt nochmal 500. Sonst die Werte. Ja, nee, danke. What do you want? Ich will handeln. Hier, take these. So. May fear guide you. Ja, immer. Einmal hier kurz Wegpunkt aktivieren, nicht, dass der mir wieder fehlt. So, aber jetzt soll ich wahrscheinlich noch mit irgendwem hier reden. Hier. Petarus. And Venya. Ah ja. Talamoana Warrior. I can't tell you how good it is to meet a man so willing and able to fight for you. Oh my god, Vanya. Petarus. I've seen the heads of too many friends dangling from Karui belts. Friends whose orders were to clap slavers' irons on as many Karui as they could get their filthy hands on. Please, Marauder, ignore Petarus. Okay. Okay. Good luck. So viel dazu. Erstmal. Nehmen wir. Was? Der Schwarzziel. Ah ja. Hier irgendwelche Bauern. Mit ihren Tieren. Lady Diala. The time has come, not a cockroach, to crawl up into the bowels of this nightmare, traverse its innards and rip out its corrupted heart. Oyun will help us. Go on now. Hobnob with the Maraketh matriarch. Learn what needs to be learned, and quickly. There's a filthy darkness down in that mountain, and it's reeking with impatience to meet you. Klingt doch super. There was a time when Maraketh and Karui fought side by side against the forces of corruption. Davon habe ich schon gehört. It would appear that the time has come to finish what we started together. With our help, you will kill the beast within the mountain. Lady Diala has told me this. She has much faith in you, Marauder. The question is, can we Maraketh share in her faith? Sir Kemodeshret sealed the mines, trapped the nightmare within its black den. The beast should never have been imprisoned. The beast should have been destroyed, yet for all her ferocity, it seemed that Deshret lacked the courage to do so. Warum habt ihr es mal wieder now, nicht gemacht? After two centuries guarding this hole in the ground, this Akara lacks the strength. But you are not Deshret, and you are not one of us. You will succeed where we have failed. Deshret's banner will break the seal and open the mines. It was taken from her when she fell to Vol. The brittle emperor. Take the stairs to the southwest. Descend to the dried lake. You shall have no trouble finding the brittle emperor. You'll smell him before you see him. Bring Deshret's banner home, and you will be free to pass into the darkness as you wish. Yay! Auf into the darkness. Go where you are needed. Into the darkness. Auf Doom. Da unten können wir noch mit Tasuni reden. Dann gehen wir auch gleich hin. Das hier ist. The entrance to the mines is blocked by der Schwarzziel. Ja, gut. Warte, hier. Tasuni. Hallo. You have come to Tasuni, the Augur of Lost Dreams. I see into the gloom. I hear whispers of trembling heart and blackened soul. If you seek enlightenment, find a torch. If you seek to understand the nightmare, I can help you feel your way through the darkness. Kaom's way took him down into the deepest and darkest of nightmares. He didn't return. Have you ever questioned your ancestors, Marauder? Have you asked them
if that's really where the Karui Way leads. Ja, immer. Nebenbei heimlich was getrunken, hat man wahrscheinlich gehört. Aber muss immer sein. Den ganzen Tag schon wieder am Aufnehmen. Da braucht man hier und wieder auch mal was zu trinken. Ja, so. Hier sollen wir auf jeden Fall lang zum Dried Lake, zum ausgetrockneten See. Und dann das Banner holen und uns einen Keks freuen. Yay, Kekse, yay, Kekse-Hype, yay. Und dann mal schauen. Es wird bestimmt super. Es wird großartig und ein bisschen schmerzhaft und vielleicht kriegen wir auch ein Level up. Ja, normal, ne? Hallo. Auch viele kleine Gegner. Ja, super. Die kann ich immer so super töten. Hallo. Wolf's Fallen. Die haben bestimmt auch Lords of the Fallen gespielt. Ha, ha, ha. Nieder mit euch! Nieder mit euch! Geht doch! Hallo? Der hält aber ein bisschen was aus hier. Knochen. Nicht Knochenbrecher. Knochenschuhe, Schuhe. Knochenformer. Ungefähr. Hauptsache ist er ist tot. Das ist das Wichtige. Wie heißt es mir egal, ob es ist tot? Hallo? Hallo? Eine Rolle der Weisheit. So. 50.000 Gegner später. Ach, da spawnt schon wieder jemand irgendwas. Ist einfach mal gespawnt. Ja, lauf doch nicht weg hier. Nee, im Ernst. Ist er schon wieder weg? Ich glaube, es hackt. Der ist nicht hier. Verdammt. Und dann ist das Ding auch mal weg. So, wo ist jetzt der Halbboss hier hin? Ist weg. Hm. Ich finde ihn. Ah, siehst du, kommt er sogar zu mir. Ist das nicht nett? Warte. Siehst du, weg ist er. Da oben wieder nur Scheiße getroppt. Troppt nur Scheiße hier. Nur Scheiße. Sind wir eigentlich hier schon irgendwo auf dem Weg? Ich habe keine Ahnung. Gibt es hier irgendwo einen Wegpunkt? Ich habe keine Ahnung. Muss man ja auch mal in Erfahrung bringen. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich uns sowieso ein bisschen umgucken. Aha. Ups. Akro, Akro. Ich brauche einen Heal. Oder sowas in der Art. Wäre nicht so verkehrt. Level up. Oh, das ging schnell gerade. Das ging gerade wirklich sau schnell. Da konnte ich den Erfahrungspunkt gar nicht mehr zusehen. Droppt natürlich nur Scheiße, aber hey, Level up. Level up ist fast besser als jedes Item, das wir kriegen. Hier, wir wollen hier weiter Richtung Defensiv halt erstmal gehen, dass wir mehr Rüstung und mehr maximales Leben haben. Das ist an sich eigentlich ganz okay. Irgendwas greift mich hier schon wieder an. Da. Zack. Meine Güte hier. Kann man nicht mal in Ruhe leveln. So schlimm ist es schon. Ein Steinchen zu leveln. Hier Flattermänner. Mindless Scavenger. Meinetwegen. Hallo. Ich pull hier mal eben mal wieder alles zusammen und dann, ne? Macht halt am meisten Zeit sparen, wenn ich jetzt hier jeden Gegner hier hinterher laufe. Außer natürlich die Bogenschützen, die sowieso nicht rankommen. Da irgendwo muss man Abstriche machen. Ne? Kennt man ja. Meins, 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 meins. Auf sie mit Gebrüll hier. Mit Gebrüll. Alle zusammen. Ja, kommt alle her. Alle zu mir. Alle. Gonna be doomed.
Erdbeben! Noch mehr Erdbeben! So. Das war's? Mehr nicht? Hallo, lauft doch nicht weg da. Ihr wollt sterben, ihr wisst es nur noch nicht. So. Ein Orb, noch ein Orb und eine Rolle Weisheit. Perfekt. Bams. Flatterviechers, Flatterviechers. Hallo? Manchmal treffe ich den auch einfach mal gar nicht, ne? Mark of Cannibalism. Ah ja. Was ihr alles für Fähigkeiten ihr habt, ist ja unglaublich. Was ist das für eine Fähigkeit? Ich habe keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, ich habe keine Ahnung. Aber davon jede Menge. Und ich weiß nicht mal, wo es hier lang geht. Und da ist auf jeden Fall Text. Den holen wir uns gleich. Kill Call, Woll. Boah, kriegen wir ihn. Muss Woll, ne? Der, von dem die Gefallenen kommen hier. Ich brauche hier mal kurz ein bisschen Zeit hier zum Regenerieren. Daneben. Sollte vielleicht so ein bisschen aufpassen. Ja, nur so ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach mal Erdbeben hier. Ich kann nicht alles auf einmal hier. Mach doch auch mal was. Töte dich doch mal selber. Genau. Nailed Fist. Legendary, aber das ist voll scheiße. Aber ja. Ja, ich kann es hier auch nochmal identifizieren. Oh, ja. 25 increased attack speed und low life. 99% increased physical damage. Es ist an sich ein Legendary. Es tut mir wirklich in der Seele weh, das dann irgendwie zu verkaufen, aber was soll's. Wir haben keine Schwerter geskillt. Wir könnten natürlich halt umskillen und sowas. Ja, aber nö. I vowed to care for this empire with my eyes open. I lied to my people. I lied to myself. Blinded by my lust for purity, I placed my faith in the most corrupt of men. I watch now as my legion dies, their flesh melting from their twisted bones. They fall and rise. A tide of mortal death and eternal damnation. I feel it now in my own flesh. The heat, the corruption. I have failed you, my empire of purity. Do not forgive me, but please, I beg of you, survive me. Na dann. Wenn sonst nichts ist. Überleben, das kann ich. Aber ich war wahrscheinlich gar nicht gemeint. Aber egal. Gut, dann haben wir das jetzt hier soweit, was wir haben wollen. Dann können wir Portal Scroll benutzen, Quest abgeben und uns wieder einen Keks freuen. Yay! So, aber wie es dann von hier aus weitergeht und was wir mit dem Banner machen und dies und das und jenes, das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Bars of Exile. Bis dahin, viel Spaß und noch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.